Hallo zusammen, euch geht's nicht um unser neues Firmenfahrzeug oder auch Beiboot fürs Wohnmobil, sondern um den Kühlschrank oder die Kühlbox in diesem Opel drin. Ja, ich sitze hier drin in diesem Opel Rocks und das Wichtigste in so einem Opel Rocks ist natürlich auch eine Kühlbox. Klar, mit 14 Liter Inhalt ist diese Kühlbox natürlich relativ klein, aber im Verhältnis zu diesem Auto richtig passend. Sie passt hier neben Gepäck rein. Ein Beifahrer kann, wenn er einen dabei hat, natürlich noch die Füße hochlagern. Aber dieses Auto hat keinen Zigarettenanzünder. Mit solch einem Stromdieb kann ich hier hinten, wir schauen das an. Wir sehen das hier, hier ist die Abdeckung von diesem Kasten. Hier drin kann ich mit einem solchen Stromdieb den Strom abnehmen und am besten dann hier runterführen und eine Leitung legen für diese Kühlbox. Ihr könnt das abnehmen auf dem Licht oder hier hinten bei diesen zwei 15 Ampere Sicherungen. Ja, das soll es gewesen sein hier von der Kühlbox, die genau reinpasst, und von unserem neuen Betriebsfahrzeug mal hier rumfahren, kleine Kilometer. Wenn ihr mehr Video wünscht über dieses kleine schnuckelige Fahrzeug, sagt mir es, schreibt es unten in den Kommentaren. Wir haben jetzt 250 Kilometer gefahren damit. Ja, es fährt, es tut, es läuft. Es läuft auch schneller als geplant. Man muss da nur ein bisschen nachhelfen, aber ist eine andere Übung. Ich wünsche euch einen schönen Tag.